anscheinend unsere einzige, aber auch unsere beste Freundin. Und wir hatten einen Geliebten oder hat er uns vergewaltigt? Ich weiß es nicht. Ich konnte es ehrlich gesagt nicht so richtig raushören. Wir haben ihn auf jeden Fall manchmal geliebt, manchmal haben wir ihn gehasst. Und generell fand ich das jetzt gerade irgendwie doch recht verwirrend und schwer zu folgen. Und hier haben wir wieder schöne Bilder. Vermutlich von der Anstalt. Gut, das hier sieht nicht wie die Anstalt aus. Also das hier könnte für mich die Anstalt sein, durchaus. Wobei der Turm macht keinen Sinn. Vielleicht ist es auch immer noch nur das Örtchen. Vielleicht sind es auch unterschiedliche Anstalten. Das kann natürlich auch sein. Okay, hier gibt es sonst nichts weiter. Da waren wir schon drin. Von wo kommen wir denn jetzt? Da wollen wir hin, richtig? Ja, da wollen wir hin. Hier kommen wir nicht weit oder kommen wir bis zu den Duschen? Hier können wir wieder schön in den Garten gucken. Ich dachte gerade, da unten huscht was lang, aber nein. Okay, hier kommen wir nicht lang. Wir hatten also genau eine Freundin, der es genauso ging wie uns im Endeffekt. Oh, was ist das denn? Ich will es angucken. Es ist eine Spieluhr wahrscheinlich, Manu. Eine der Schwestern, die hier gearbeitet haben, nehme ich an. Mit Ehemann wahrscheinlich. Das neue Gebäude für Tuberkulosekranke wird eröffnet. Eröffnung des Pavillon Maragliano. Italiener ergreift die Waffen. Der Duce verkündigt den Eintritt Italiens in den Krieg. Krieg. Mussolinis Ansprache. Mitteilung des Führers an König und Duce. Wer ist denn der Duce? Okay, da kommen wir erst gar nicht hin. Es war dann also auch noch Krieg. Das hier ist anscheinend das Gelände, nehme ich an. Volterra. Charcot. Das hier ist wahrscheinlich die Anstalt und das hier ist dann das neue Gebäude wahrscheinlich. Hier haben wir noch einen Friedhof, nehme ich mal an, wegen dem Kreuz. Campo Santo stand ja auch auf dem einen Schild. Was haben wir hier? Anscheinend den Wäscheraum. Auch nicht so ganz das, was wir suchen. Ja, der Wäscheraum, wo natürlich die Kranken selber ihre Wäsche waschen mussten, anscheinend. When you were sent to a lunatic asylum, you lost the right to possess anything. Everything you arrived with was packed up and stored here, even the clothes you were wearing. In case you were released one day. But far too many never left. Da liegen wieder eine Menge Briefe. Alles, was man besitzt, wird eingewickelt und hier verstaut, falls man irgendwann entlassen wird. Was dem wenigsten Glücklichen zuteil wurde. Aber wir müssen erstmal rausfinden, wo unsere Sachen sind. Habe ich recht? Oder suchen wir erstmal nach Amara? Nein, anscheinend nicht. Wir wissen ja auch gar nicht, wie Amara mit Vornamen heißt. Machst du das wieder zu? Machst du nicht? So, wir heißen René T. Also sind wir wahrscheinlich unter T zu finden? Oder unter R? Dear Mother, please, I beg you, get me out of this place. I'm so frightened here. You were right. I know I was wrong. I understand. I'm so ashamed. If only you knew how much. But now I'll behave myself, I promise. Now things will be fine. I'll work hard. I'll be very good. Your daughter, Renee. Oh, wir haben ein bisschen was anderes geschrieben. Nicht This abgeschickt. letter. It was Renee's letter. Just as she wrote it back then. But it was never sent. Why? Why did this happen?
I received your letter, Mom. You tell me to be patient and strong, while I only feel fear and pain. And you don't write to me anymore. If only these words could be my soul, I'd tell you what was happening to me. The kids want to kill me. They all look the other way and tell me what to do. I don't understand. She helps me, but what have they done to her? Can you tell me? Will you help me? Renee. Auch nicht abgeschickt. Nicht überbracht. Monte Foscoli, July 7th, 1940. My dear daughter, I have received no news from you. You have not contacted me in months. I'm sorry, but I don't have the money to come and visit you. Do you remember Mr. Onofrio? He'll soon be in Volterra for business. I've asked him if he would be kind enough to ask the director for some news about you. I hope he'll bring me some good news when he returns. But please write to me. I know that I was strict with you. You have to forgive me. I didn't think. I've given Mr. Onofrio a new doll for you. You told me that you lost yours, and I know you loved it so much. It's not as nice as your Charlotte, but I hope that it will comfort you nonetheless. Keep your chin up, darling. Everything will be fine, you'll see. Mom. Nicht überbracht. Monte Foscoli, October 12th, 1940. My dear daughter, I've written 2 letters to you and have received no reply. Every day, I'm anxiously waiting for a letter. Mr. Onofrio's back. He brought you the doll. Do you like it? He told me he was unable to speak to the director, but managed to see you. I pray for you every day. Even Don Gino said a prayer for you during Sunday Mass. Isn't that nice? I've made up my mind, Renee. I'm bringing you home. I've already written to the director. I told him that I'll take care of you. I'm not very well at the moment and can't work, but I'll get better soon, you'll see. And as soon as I can make the journey, I'll come and fetch you. I know you're suffering a lot, but please be strong, I beg you. Mom will come to fetch Renee, won't she? Mom is good, but she's not well. That's why that man came. The doll. Renee could have played with it while she was waiting for her to arrive, but Renee didn't have it with her. Is it one of Mom's lies? She knew that she'd hurt Renee and... No, no, Mommy's good. That man brought it. We've just remembered who he is, haven't we? It was Renee who was wrong. The doll's here. I know that for sure. Perhaps she's been abducted like all the others and is locked up here somewhere. Sie wollte uns also zu sich holen wieder. Aber ich vermute mal, dass das nicht passiert ist. Schlüssel, die wir nicht nehmen können. Okay, aber wo ist unser Päckchen? Irgendwo hier? Das da oben vielleicht? Müssen wir die Leiter? Ja. Ah. Das ist unser Päckchen. René T. Now we can open the bundle on that table in front of the window. Was haben wir denn da Schönes? Wir haben Schuhe. Ein Amulett. Kleider. May the Lord guide your path and keep you from sin. Mom. Das Bildnis, das, ein göttliches Bildnis, ein göttliches Bildnis, dann ein paar Kleidungsstücke, die wir nicht angucken können, ein Foto. Das sind wahrscheinlich wir und das ist Mama. Und Charlotte natürlich.
Und das hier ist die andere Puppe. Ey! Ich will mir die Puppe... You see? Ey. Mom was good. I was bad. Mom was worried about Renee and Charlotte. I abandoned Charlotte. We've abandoned her. Aber wir haben Charlotte doch im Warm zurückgelassen. Kapitel 10. Soll ich wieder zu Charlotte zurück? Ist es das, was du mir sagen willst? Let's look for Charlotte. We have abandoned her. Will she still be where we abandoned her? Under the warm lights? Wir haben sie nicht zurückgelassen. Wir mussten doch rausfinden, was passiert ist. Charlotte geht's gut. Charlotte ist immer noch da. Siehst du? Hallo? Wohin bringen Sie uns? Ja. Nein, nicht eine Spritze. Nein, nicht du. Ich will keine Spritze. Schon gar nicht von dir. Hör auf, mir irgendwas reinzustecken. In meinen Körper. I didn't do anything. I just obeyed orders. I only obeyed orders. Charlotte was gone away. Mom will come and get us. She loves us. I only obeyed orders. Leave us alone. Ich will nicht. Wo bringen Sie uns hin? Hallo. Ich will nicht. Hilf mir. Oh, du kannst mir nicht helfen. Entschuldigung. Hilfe? Amara ist auch nicht hier. Aber es ist ja auch nicht ihre Abteilung. Hilfe, Schwester, Hilfe! Wie hat er uns jetzt hier abgestellt? Und ist dann weggekommen? Na, oh. Die ist nur extrem stark sediert, richtig? Richtig? Oder geht's hier vielleicht zur Massenlobotomie? Das wäre ja noch so das Nächste, was mir einfallen würde. Bitte nicht! Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will keinen Eispickel in das Auge kriegen, bitte danke. Falls es das ist, was ihr hier vorhabt. Ich will nicht! Oh, ii. Bitte nicht? Herr Doktor, was haben Sie vor? Schwester, was machen Sie da? Nein, 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 ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Ich will nicht auf irgendwas draufbeißen. Ist das eine Elektroschocktherapie? Warte mal, das ist ein Elektrokasten, oder? So ein Elektroschockkasten. Ich will trotzdem nicht. Ich will nicht. Muss das wirklich sein, Herr Doktor? Ich habe Angst. Und ich will keinen Strom in meinen Kopf. Ich will keinen Strom in meinen Kopf. Bitte nicht. Bitte, Herr Doktor. Ich bin auch artig. Renee ist ein gutes Mädchen. Bitte nicht. Nicht auf den Knopf drücken, Herr Doktor. Ja gut, piepen. Du darfst wieder gehen. Kapitel 11. Ach, hier sind wir.
Hier gab es also Elektroschocktherapie. Aber wie sind wir denn jetzt hierher gekommen, hä? Das haben wir ja schon gelesen. Wo müssen wir denn als nächstes hin? Zu Charlotte. What was that doctor writing, sitting at his desk? Ah, hier liegt noch was Neues. Wieder eine Krankenakte. September 7th, 1938. The patient frequently indulges in recriminations expressed in an explosive tone of voice. This morning she threw away the milk, saying it was full of urine, spittle, and all kinds of other filth. Crazed, she hears voices that order her to do things. She says she heard children singing and that they were locked up in a school. January 20th, 1939. Introverted, dazed, cannot focus on anything. When questioned and stimulated, she starts crying and weeping. At other times, she laughs. June 1st, apathetic. Eats very little. She refuses to be touched. Does not respond. Spends her time in the grounds. The cooks report that she sits on a bench in front of the kitchens. October 14th. Return of impulsive behavior. This morning she asked for 2 eggs to make zabaioni, but when she got them, she threw them up in the air. Excited, clamorous, slightly confused, takes her clothes off. December 8th. Tied to bed for 15 days. High-spirited, tends to make witty comments and use vulgar words. Laughs hysterically and pleasures herself. The nurses report that about 2 weeks ago she remained in the showers on her own and didn't want to leave. They said that when they took her away, she swore at them and then lashed out and bit them. 2 nurses had to be treated for their injuries. They've kept her tied to the bed since then. Transferred to the slightly agitated ward, from the care of Dr. B to the care of Dr. C. I was with Amara in the showers. My memories are terrifying. They're not real, are they? Also laut dem Bericht klingt es gerade so, als ob es Amara gar nicht gegeben hätte. Wir saßen alleine auf der Bank, wir waren alleine in der Dusche. Das ist schon merkwürdig. Ja, alles nur deine Einbildung. Von welcher Wirklichkeit sprechen wir eigentlich? Du bist deine Erinnerung. Das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Ja, von welcher Wirklichkeit sprechen wir hier? December 15th. Dr. C. Patient notes. The abnormality of her psychic state has induced her to lead a life which is irregular and tends towards delinquency. Of fickle and flighty character, she regularly discards her household duties and engages in occasional prostitution. Delinquency? Prostitution? Renee? It seems so strange, unreal. It can't be true. And Amara? She loved us and would tell us everything. She wouldn't hide anything from us. Her mental deficiency makes her deaf to the reprimands of her family. She has shown suicidal tendencies. She was brought to the ward yesterday, agitated and hysterical. Treated with cardiazol, 2 injections a week for 5 weeks. They were only trying to confuse us with the therapy, and my God, they succeeded. It was as if they wanted to instill the madness into us. Das waren die einzigen Behandlungen, die einen Versuch wert waren. Ihr wart so viele und weil sie so wenige waren, blieb ihnen da etwas anderes übrig, als diese Hölle so in Schach zu halten. Der Zweck heiligt immer die Mittel für jene, welche die Macht haben. Also ob es die einzigen Behandlungen waren, die es wert waren, versucht zu werden, weiß ich nicht. Kenne mich da nicht so aus. Aber so ein bisschen wirkt es auf mich schon so, als hätte man es verschlimmert mit der Behandlung, statt es besser zu machen. Vielleicht hat man es gut gemeint, aber man hat es eher verschlimmbessert. Ihr wart so viele und sie so wenige. Das mag stimmen. Aber ich glaube, für jene, die die Macht haben, heiligt der Zweck immer die Mittel.
June 2nd. After a long period of calm and improvement, the patient is very agitated today and vehemently refuses to submit to a gynecological examination. She swears and curses those helping her, flailing her arms and hitting them. According to reports by Dr. B, the patient has been subjected to periodic checkups since she had a spontaneous abortion about 2 years ago in her third month of pregnancy. Conception occurred after she had sexual intercourse with a stranger who sneaked into the hospital grounds. Details are contained in the charges filed at police headquarters in Volterra, a copy of which is attached to these clinical notes. ES therapy. That's how the reality is concealed. It has all been planned very carefully. Hat man versucht zu vertuschen, dass einer der Pfleger sich vergangen hat, oder haben wir uns das vielleicht wirklich nur eingebildet? Das ist die Frage. Sie schreibt ja auch in ihrem Tagebuch, dass sie sich Geschichten ausgedacht hat. Und jetzt ist halt die Frage, war das dann auch nur eine Geschichte oder war es die Wahrheit? Vielleicht geht es gar nicht um René, um diese René jedenfalls. Ja, alles gut ausgedacht, die Anscheid musste sich absichern. Warum denn verheimlichen? Ich glaube nicht, dass sie Angst vor dir hatten. Ihr wart allen vollkommen egal. Vielleicht auch so ein bisschen, ja. Zum Teil. Was nehme ich denn da jetzt? Das ist schwierig. Das ist zum ersten Mal, dass mir die Auswahl schwierig fällt. Aber vielleicht geht es hier gar nicht mehr nur um René. Oh. Ich weiß aber nicht, was die Symbole bedeuten. June 13th. The nurses report that she descended into a state of great mental confusion after receiving her mother's letter. She threw her soup over another inmate because she was very anxious. Ooh. And then punched a nurse. Impulsive, flails about her. She rails against the doctor in vulgar terms while he is examining her. Lashes out and spits. Block all correspondence to give the patient no further reason to become agitated. August 20th, tied to bed. The nurses report that the patient is extremely agitated after the visit of a relative or family friend. 2 days later, she is still shouting all the time that he commands her, that she must obey and harm herself, and that she is not Charlotte. All visits forbidden, constrained to bed, and intensification of ES therapy until we achieve results. No contact with the outside. That way nobody knew what was happening within these walls. Die Elenden dieser Welt wurden hier hereingekerkert. Der Rest der Welt brauchte keinen Gedanken mehr an sie zu verschwenden. Wer hier Insasse war, der war für die Gesellschaft kein menschliches Wesen mehr. Das glaube ich allerdings auf damals gesehen tatsächlich. Das Einzige, was zählte, war, euch ruhig zu stellen. Weißt du nicht mehr, was passiert ist, wenn ein Brief ankam? Wie wagst du es zu urteilen? Wer weiß, welche Qualen dir so erspart geblieben sind? Es würde zumindest erklären, wenn dem wirklich so ist, dass es uns ein bisschen aufgeregt hat, wenn Briefe kamen. Oder auch Besuch, warum das dann unterbunden wurde. Warum keine Briefe mehr an uns weitergeschickt wurden, das erklärt aber nicht, warum unsere Briefe nicht rausgeschickt wurden. Calm down. You must be calm. Don't get agitated. We'll make you calm down. Is that the only thing that matters? Is tranquility worth the price of not living? Hunderte von unruhigen Geisteskranken in zu kleinen Räumen. Das Ruhigstellen, das war nur zu eurem Besten. Ich glaube nicht. Das dachte man vielleicht, aber ich glaube nicht. Gab es eine andere Lösung? Ein normales Leben wäre sowieso nicht möglich gewesen. Wer definiert denn, was normal ist?
Nein, wäre es nicht, aber auf diese Weise konnten die da draußen es leichter akzeptieren. Das sicherlich auf jeden Fall. March 3rd. Alert. Correct attitude. Replies when questioned. The nurses report that the patient is calm. She washes and looks after herself. She affirms the existence of a certain Amara. She says that Amara is a patient who disappeared when she was moved to this ward. No confirmation. Probably a regressive hallucination. Evaluate transfer. Did I imagine Amara? That's not possible. She was there. I know she was there. I feel it. She must have left some traces of her presence.